Wir haben zwar eine Wirtschaftskrise, ich glaube, die ist auch im 2010 noch nicht ganz fertig. Aber wir konnten sehr gut abschließen 2009. Und weil wir unseren Bekanntheitsgrad möchten, ein bisschen steigern in der Schweiz, haben wir entschlossen, relativ frühzeitig, eigentlich im Krisenjahr, antizyklisch zu reagieren und trotzdem an der Messe teilzunehmen. Also wir möchten, wie gesagt, unseren Bekanntheitsgrad steigern und suchen zu einem grossen Fachpublikum auch neue Kunden. Also Kunden, die uns bis jetzt nicht kennen in der Schweiz, weil wir bis jetzt von Mundpropaganda gelebt haben und sehr gut haben können leben damit, aber in der heutigen Zeit einfach der Direktkontakt doch sehr wichtig geworden ist. Ganz früh am Morgen haben wir bereits den ersten Kontakt gehabt, vor allem von medizintechnischen Firmen, und das hat uns sehr gefreut, weil das einer unserer Schwerpunkte ist, den wir in den nächsten Jahren möchten, verstärkt ausbauen. Also wir haben drei Neuentwicklungen, die wir am Messestand zeigen. Eine grosse Neuentwicklung ist die Möglichkeit von Zykluszeitreduktionen. Das ist vor allem für einen Spritzgießer eine sehr wichtige Sache. Vor allem für grosse, grossvolumige Teile können wir Zykluszeiten um bis zu 30% reduzieren mit einer Technologie, die wir in Zusammenarbeit mit der ETH, Start-up-Unternehmen, haben können durchführen. Maserbatch ist eine Möglichkeit, um Kunststoffteile einzufärben. Das sind Konzentrate, die mit Pigment und Additiv zusammengesetzt sind und wo man Fertigteile produktionsgerecht einfärben kann. Und wofür werden die zum Beispiel gebraucht? Die werden gebraucht zum Beispiel für Applikationen in der Medizintechnik oder in der Lebensmittelindustrie, wo man speziell saubere Produkte herstellen muss, die konform sind mit FDA oder EU-Regulatorien.